Immer mehr Hersteller bringen inzwischen Hardware für Content Creators oder Medienschaffende. Und ganz ehrlich, Leute, wir müssen da reden. Fangen wir erstmal ganz kurz mit einer Definition an. Content Creators oder Medienschaffende, das sind Fotografen, Musiker, 3D-Künstler, Videoschnitt oder eben auch wir Redakteure. Und genau das merkt ihr auch, wenn ihr einen Test von uns seht. Jeder von uns braucht da halt am Ende was anderes. Manche von uns schreiben halt extrem viel, andere sitzen halt an ihrem Schreibtisch und schneiden Videos. Die Hardware-Anforderungen für den jeweiligen Creator sind extrem unterschiedlich. Falls ihr glaubt, es geht uns hier um möglichst Prestige oder dass wir euer aerodynamisches Design feiern sollten von euren Konzepten, die ihr uns hinwerft, das funktioniert nicht. Eure Gaming-Laptops zu rebranden und das RGB rauszuschmeißen, ist nicht genug. Und ich zeige euch jetzt mal anhand von einem Dell XPS 17, wie man das fast komplett richtig macht. Fangen wir mal mit der Verarbeitung an. Das Ding ist super. Da gibt es keine scharfen Kanten. Das Ganze ist Aluminium. Das hier ist Carbonfaser. Das Einzige, was man ein bisschen negativ ankreiden kann, ist mit 2,5 Kilo ziemlich schwer. Aber für ein 17-Zoll-Notebook mit dedizierter GPU kann man das durchgehen lassen. Dazu ist richtig schöne, schlanke Displayrahmen. Ich habe halt wirklich das Gefühl, ich habe ein High-End-Ding hier in der Hand. Und ich habe eine Webcam mit Infrarot. Okay, die Webcam ist Murks, aber ich habe Windows Hello und das bedeutet wiederum für mich, ich habe ein Passwort weniger, das ich mir zu merken habe. Hier sehen wir jetzt auch mal die Webcam des Dell XPS 17 und gemessen am Preis ist die echt nicht so prickelnd, wie gesagt. Und ihr hört auch jetzt hier die Mikrofone mal. Ob die jetzt Studioqualität sind, schreibt es uns in die Kommentare. Rechts und links gibt es jeweils zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Das heißt, je nachdem, was euer Equipment gerade ist, ist das gut oder schlecht. Wenn ihr aber zum Beispiel nur noch Type-C oder Thunderbolt SSDs habt, geiles Ding. Und vor allen Dingen, es gibt auf der rechten Seite einen SD-Kartenleser. Hallo, das sollte Standard sein. Ich will nicht mit Dongles hantieren. Und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und die Tastatur ist auch ein Traum. Schöner, kurzer Tastenhub. Aber nicht knüppelhart, sondern mit einem sehr präzisen Druckpunkt. Das Schreiben darauf macht wirklich Spaß. Das Trackpad, gigantisch und ein gutes Microsoft Precision Trackpad. Das sollte Standard sein. Das ist auch wieder so eine Sache, Leute. Das sind halt alles solche Sachen. Ich kann mit dem Ding arbeiten, ohne Peripherie. Und kommt mir nicht, ja, könntest eine Maus anschließen. Das will ich aber nicht immer. Beim Display allgemein erreichen wir 500 Nits Helligkeit. Also kann ich auch vernünftig draußen arbeiten oder in hellen Räumen. Dazu ist es ein 16 zu 10 Display. Das heißt, ich habe mehr Platz in der Höhe. Bin ich in meinen Tools, in meinem Programm, wird mein Content weniger gestaucht von den Elementen drumherum. Und es ist farbtreu. Na, 100% sRGB und irgendwas knapp an die 90 im Adobe RGB. Und das ist, wie man es sich wünscht. Hier hat der einfach mal richtig mitgedacht, auch bei der Performance. Das ist ein Intel Core i7 der 10. Generation, 16 GB RAM dazu und eine 1650 Ti mit 4 GB VRAM. Um das mal irgendwo im Verhältnis zu setzen, das ist die Performance, die vor 2 Jahren noch in so einem guten Stand-PC gesteckt hat, mit dem man Videoschnitt betrieben hat. Und das hat jetzt alles in diesem kleinen Formfaktor. Und auch wenn man ihn da mal wirklich fordert, wird der nicht nervig laut. Dell hat hier auch einen 97 Wattstunden Akku verbaut. Das bedeutet, ohne die GPU zu fordern und mit ungefähr so 250 Nits Helligkeit komme ich so auf ungefähr 9 Stunden Akkulaufzeit. Das heißt, ich lasse das Ladegerät zu Hause. Ich ziehe das Ding morgens vom Strom voll aufgeladen und habe den ganzen Tag Ruhe, bis ich abends wieder zu Hause bin. Wenn die GPU gefordert wird, ist das eine andere Sache. Da kann es bei älteren Modellen des XPS 17 passieren, dass wenn der wirklich unter Volllast läuft, dass sich dann der Akku entlädt, auch wenn es am Strom hängt. Das gab es bei so ein paar früheren Modellen. Dell sagt, sie haben es in den Griff bekommen. Unser Modell hier hat das jetzt nicht gemacht. Also da ist alles gut. Wir haben vorhin über den 3,5 mm Klinkenanschluss gesprochen und warum der so wichtig ist. Wer Videos schneidet, kann halt nicht mit einem Bluetooth-Headset arbeiten. Da ist minimal Delay und das funktioniert nicht. Und es ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, auch dass die Lautsprecher vernünftig sein müssen. Denn manchmal muss ein Audiofile schnell gehört werden, ob es gut genug ist, ob man es verwenden kann. Und das macht man halt nicht immer mit dem Headset, sondern dafür müssen auch die Onboard-Speaker was taugen. Die sind beim Dell gar nicht schlecht, sind ein bisschen flach und das Gehäuse fängt bei 70% an zu vibrieren. Aber um das mal ins Verhältnis zu setzen, die klingen besser als 90% aller Laptop-Speaker da draußen.
Aber ein bisschen besser geht es dann doch noch. Man merkt einfach, dass Dell hier was komplett anderes gemacht hat als die anderen Hersteller. Sie haben halt eines ihrer geilsten Produkte genommen, das XPS 13, haben geguckt, was das Ding eigentlich wirklich toll macht, warum es die Menschen so lieben, und haben überlegt, wie sie das in einen größeren Formfaktor bringen mit einer dedizierten Grafikkarte. Sie haben nicht einfach ein Alienware genommen und ein XPS-Logo draufgeklebt und gesagt, hier, viel Spaß. Und das, dem muss man einfach mal Credit geben, dass sie halt nicht faul waren. Und das dürfen auch gerne die anderen Hersteller anfangen. Aber gut, wir haben ja festgestellt, für jeden sieht der perfekte Laptop anders aus. Wie sieht denn eurer aus? 13 Zoll Ultrabook? 17 Zoll Workstation? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Ich wäre da echt mal interessant, worauf ihr da wirklich Wert legt. Und ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr schon mal da unten seid, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaut bei unserem Channel vorbei für mehr Videos. Macht die Glocke an. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.